Und damit herzlich willkommen zur immerhin, glaube ich, jetzt 30. Folge. Und dabei ist wieder der Justus. Und der ist jetzt auch diese Ja. Woche eine komplette Folge und nicht für den Anfang nur da. So, und dem zeige ich jetzt erstmal die wunderschöne Portal Gun. Und ich bin alleine da. Also wir machen diesmal wieder eine Doppelaufnahme, und zwar Marco und ich. Genau. Weil, einfach als Entschädigung, weil ich so lange nicht da war und mich keiner vermisst hat. Jetzt müsst ihr mich halt ertragen. Guck dir mal die Folgen an. Wir haben ein wenig über dich gelästert, aber egal, lass ich es ja dann. Nein, hier, also, als erstes kannst du hiermit, zack, hier, sagen wir mal, einen Block nehmen und dann ziehen und woanders hinsetzen. Das backt ein bisschen rum bei mir jetzt gerade, weil ich gerade am Uploaden bin. So. Ja, bei mir aber auch. So, ja, das ist ein bisschen buggy insgesamt. So, zack, dann kann ich dahin einschießen und dahin, und jetzt kannst du, wenn du hier drauf gehst, zack, bist du hier hinten. Ja, beziehungsweise halt Portal, ne? Beziehungsweise das kann man dann auch. Kann man natürlich dann auch mit R beenden. So, und für diese Dings musst du normalerweise den Dings besiegen, den Wither. Ja. Übrigens hier, MC Expert hat eine super Idee für einen Wither-Farben. Also diese Wither-Skelettschädel brauchst du ja für diesen Wither. Und den werden wir auf jeden Fall noch bekämpfen im Laufe dieses Verlauf des Let's Plays. Und, das ist ein Versprechen. Übrigens, hier fliegen öfter mal so kleine Kügelchen rum. Ich sehe jetzt gerade keine, die töten dich. Wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Kann ich die auch töten? Nein. das ist so ein Nebenprodukt von der Zauberei. Das kannst du nur mit so einer Wand of Fire oder so machen. Aber ich werde das so machen, ich werde euch mit diesen Wands auch versorgen, erstmal. Aber jetzt mache ich mich erstmal an den Golem Worker. Hast du den schon gesehen draußen? Den Golem Worker? Wo ist er denn? Hier draußen am Feld. Das komische Viech, aber das funktioniert leider noch nicht, weil ich muss da so ein paar Sachen machen. Was ist das denn für ein... Ist aber ein bisschen kurz geraten, ne? Ja, sorry, Master. Der sagt bei mir gar nichts. Ich weiß gar nicht. And much too dumb for anything complicated. Achso. Ja, natürlich. Ist zu dumm. Ja, natürlich. Der springt übrigens immer wieder auf die Kiste drauf, wenn man den gerade angeklickt hat. Ja, und den kann ich dann jetzt auch intelligent irgendwie machen. Beziehungsweise ich muss jetzt den nächsten erforschen, was ich jetzt auch tue. Deswegen habe ich gerade eine Aufnahmepause. Beziehungsweise, was heißt Aufnahmepause? War halt eine größere Pause. Mal so ein paar Sachen zusammengesammelt, womit wir uns jetzt das nächste machen. Zack, den nehmen wir, dann nehmen wir den. Boah, in der Position kriege ich aber nicht viele Folgen aufgenommen. Tja. Bild davon folgt auf Anfrage. Stone Golem Worker. Okay, den wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte ja eigentlich einen Clay Golem Worker, aber ist auch wurscht. Dann machen wir halt erst den Dings. Halt, dann brauchen wir nämlich nicht den, sondern brauchen wir Stein. Aber das brauchen wir auch. Schreit er so? Wer schreit so? Mein Bekannter. Ach, dein Bekannter, also dein demnächstiger Schwager. Ja, exakt der. Weiß ich nicht. Zum Telefonieren, und er schreit immer wie so ein alter Mann. Was? Ich hab dich immer noch nicht gehört. Bitte. Ah, mein Hörgerät. Oh, mein Hörgerät tut weh. Es ist mir mein Hörgerät in die Hose gerutscht. Wo trägst du deine Hörgeräte? Muss ja auch hören, was da unten los ist. Boah. Dann nehme ich Steintreppen. Warum haben unsere Betten jetzt eigentlich so einen hässlichen Pin in der Mitte? Und einen eigenen Raum? Der Raum ist ganz gut, finde ich. Den hat Lukas gebaut. Und den Pin hat, glaube ich, auch Lukas gebaut. Also ich finde den Raum so gut. Ja, ist halt ein Raum, ne? Hm? Mit Creeper im Keller. Und ich komme nicht raus. Ja, ist immer, ist immer. Was macht der im Keller? Wir haben nicht genug ausgeleuchtet. So. Was? Wer soll da rauskommen? Ja, warte mal eben. Na, warte, ich lock ihn raus. Nein, lass.
Doch, ich logge ihn raus. Es klappt. Ich hätte den auch mal eben im Keller gemacht. So geht's auch. Und jetzt ich von oben. Critical Hit! Jetzt brenne ich. Volle Wurst. Klappt irgendwie nicht ganz so geil mit deinem Feuerstab da. Ja, der ist ziemlich schwach im Moment. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, und hast du jetzt schon den Ofen gesehen? Wann war ich das letzte Mal in der Aufnahme? Weiß ich nicht, den hatte ich in der ersten Folge auch. Ja, heute Morgen. Aber da war der noch nicht fertig, der Ofen. Da dann noch gar nicht funktioniert. Warte mal, komm mal hier zum Ofen hin. Ich meine, jetzt können wir uns das noch leisten, aber ich glaube, später können wir uns das nicht mehr leisten, dass wir dauernd so abwechseln mit den Leuten. Doch, wieso? Wir sind eine große Truppe und ich bin der, der immer aufnimmt. Also ich bin eigentlich immer dabei. Ist ja eh scheiße. Okay, ich werde eine kleine Sache machen. Kick mich jetzt nicht. Nö, ich hab mal eben den Upload gecancelt. Das ging gar nicht. Das war nur noch am Ruckeln. Ich krieg die scheiß Tür nicht auf. Scheitere an einer Holztür. Ey, so viel zum Thema, es gibt keine Bugs mehr, ne? Nee, das liegt, glaube ich, an deinem Internet. Nee, das glaube ich kaum. Ach ja, ich bin ja gerade über das Internet von meiner Schwester da. Hier. Den LTE. Was ist das denn? Du stotterst hier einen da zurück. Komm mal hier hoch. Also hier ist... Nein, jetzt brenne ich. Hier, also ist es eigentlich ganz einfach bei diesem Ofen. Hier. Du musst oben einfach nur das reinschmeißen in die Lava, was du haben willst. Nein, es verbrennt nicht. Es kommt... Komm mal hier nach vorne. Komm mal hier hin. Einfach da raus. Lol. Und als Zugabe manchmal auch noch so, so Nuggets. Das ist noch der angenehme Vorteil, weil dann kannst du mal locker bei einem Stack noch einen Copper dazu bekommen und so. Aha. Und das gibt auch jedes Mal XP bei den normalen Sachen. So, der Stone Golem Worker. Moving things somewhere else. Gut, dann mach ich jetzt mal den. Dann brauche ich jetzt Golem Animation Core. Aber da brauche ich Intelligenz. Ich glaube, ich gehe mal farmen. Oh, da sieht es bei dir ganz schwer aus. Hä? Ich glaube, ich gehe mal farmen. Haben wir irgendwo eine Mine angelegt? Nein. Wir können mal wieder zu unserer alten gehen. Können wir auch machen. Ja, aber ich mache jetzt erstmal hier meinen Thorncraft zu Ende und dann können wir mal gucken. Meine Golem. Stimmt, meine Waypoints sind weg. Ja, wir haben ja den Server. Die IP ist ja gewechselt. Ja. Und er speichert das ja immer IP-weise, beziehungsweise bildweise. Das ist ein bisschen nervig. Golem Preparation Speed Strange Intelligence. Also, was ist... Ich muss jetzt mal gucken hier, was das überhaupt alles heißt. Ach, weil das ist nämlich ein wenig komisch aufgebaut, das ist Wiki. So, Clay Golems. Are placed by right-clicking them on a chest, will begin taking items out of their chest and putting items into other chest. Furnaces. Ich muss jetzt alles sortieren. Stone Golems brauche ich nicht. Claim right-clicking in on a chest. Keep inventory filled with catarain number of catarain items by taking them from make chest. Nein, brauchen wir auch nicht. Einen Straw Golem place in full grown crops and harvest full grown. They can handle potatoes, carrots, wheat. Also brauche ich einen Straw Golem. Haben wir schon irgendwas zum Verzaubern? Ja, komm mal hier hoch. Wir haben sogar ja doch hier. Hier oben ist er. In meiner Zauberetage ist der. Hier vorne. Wobei der Mod buggt noch ein bisschen rum, der Enchanting Plus, deswegen du kannst irgendwie nur bis 1 verzaubern oder so.
Nutzsamkeit, Haltbarkeit, Glück. Glück. Haltbarkeit. Ich muss mir unbedingt mal was von wegen Energie tun, weil Kevins im Keller ist ein wenig, also der baut mehr Energie ab, als dass er überhaupt Energie hat. Setze Problem. Achso, ich habe jetzt übrigens auch Wands of Adept, das heißt die stärkeren, aber nur zwei. Nee. Doch, zwei Stück nur. Weil die scheiß teuer sind. Und im Moment brauche ich die ja nur. Eure reichen erstmal für die Grundsachen. Und dann müsst ihr euch sie zur Not mal irgendwie sauber machen, da. Die Wands. Und die normalen, mit denen versorge ich euch erstmal. Irgendwie bin ich da gerade so dumm für. Lass uns mal eben pennen gehen. Jo. Hier ist übrigens ein Loch im Boden, deswegen du bist da fälschlicherweise weggerannt. So, nach frischem, neuem Elan. Boah, wir sind ruhig heute irgendwie. Ja, nee, das ist, weil ich gerade mal ein bisschen Halsschmerzen habe und ich gerade ein bisschen zu scheu bin, mir was zu trinken. Aber ich mach das jetzt einfach. Zu scheu. Okay, so solltest du nicht gerade trinken. Was klingt so eklig, ey. Es wird in der Aufnahme so eklig klingen. Irgendwann ja. Im September. Ja, diese Aufnahme wird im September kommen und wir sind gerade ja am 14. Nach 7. der Gamescom. Natürlich. Gott, dann können wir gar nicht über die Gamescom erzählen. Dann erzählen wir irgendwann im Winter was über die Gamescom. Beziehungsweise, wenn ich jetzt wirklich mehrere Folgen hochlade, dann kann es auch sein, dass es noch vor der Gamescom ist. Es kommt halt drauf an. Das wäre geil. Ich werde mir das am Ende, geil. Wenn wir fertig sind mit dem Dings, werde ich mir das mal ausrechnen, wie viel ich in der Woche hochladen kann. Weißt du? Wenn wir nehmen jetzt so viel auf, wie wir Bock haben und dann gucken wir mal. Marco, ich bin da gerade so dumm zu. Kannst du mir das mal eben verzaubern? Ich habe dann aber verzauber ich das von meinen Leveln. Das ist das. Nein, leg das mal da rein. In den oberen Slot. Ja. Und dann siehst du hier rechts die Verzauberung. Ja. Und da der Mod ein bisschen rumbackt, die obere kleine, diese sieht so ein bisschen aus wie so eine, ja, Metallkugel. Siehst du? Die obere Metallkugel. Da sind zwei. Ja. Und die obere. Da steht dann die Null. Anzahl, wo du brauchst. Ja. Da musst du jetzt erstmal so weit aufdrehen, wie du willst. Und dann guckst du mal, wie viel das ist. Und sobald das rot wird, kannst du es nicht mehr verzaubern, weil ich weiß nicht warum. Dann leg mich, weil ich habe gerade ein Level. Ja, du brauchst Level natürlich. Ja, dann level ich jetzt erstmal ein bisschen. Viel Spaß. Kannst ein paar Sachen in den Ofen schmeißen. Was mach mal ein bisschen Greenstone oder so. Da ist was? Irgendwas Rotes, was mir hinterher fliegt. Oh. Wo ist das? Draußen. Das sind Wisps. Jetzt kannst du mal Wisps sehen in Aktion. Oder hast du jetzt schon? Ich hab dir ja gerade gesehen, dass da draußen irgendwas rumfliegt. Ja, und das sind Wisps und die schießen Briefe, genau. Nein, die schießen Briefe. Nee, die schießen... ach, komm. Nein, die... schießen Blitze. Ach, komm. Die ach, komm schon. Blitze. Die schießen Blitze. Okay, solange die Blitze schießen, ist alles in Ordnung. Möchtest du auch so ein Wind of Fire haben? Ja, kannst du mir mal machen. Ja komm, dann kriegst du einfach die alte und ich mal mir eine neue, dann hast du schneller. Geht auch. Und dann kannst du dich nämlich erstmal verteidigen. Mhm. Wir meinen jetzt dasselbe, dieses komische Feuerding. Ja, ne? Ja, genau. Und damit kannst Wind du dich nämlich erstmal verteidigen. Ich habe Feuerstab. Nein, ich habe keine Feuerschards mehr. Okay, dann kann ich mich jetzt erstmal nicht mehr verteidigen. Gut, dann muss ich jetzt mal eben. Nein, bald mal. Ich komme auch so klar. Ich schaffe es noch.
Ich bleibe zurück. Ich bleib einfach jetzt zu Hause und mach so lange. Ich mach mir jetzt irgendwie Blitzzauberstab und fertig den erforsche jetzt mal eben schnell. Soll ich meine Filmkritik raushauen? Nein. Weil ich habe mir World War Z angeguckt. Nein. Und ich fand ihn scheiße. Schön. Aber gut, man, jeder sollte sich eine eigene Meinung darüber bilden. Meine ist halt nicht so gut ausgefallen, wie ich anfangs von diesem Film erwartet hatte. So, okay, dann machen wir jetzt Research by Aspect. Jetzt Golem jetzt mal abgesehen. Ich brauche jetzt erstmal was zu verteidigen. So, Wand of Light. Ah, da ist ja ein Zombie. Wo kommt der Zombie her? Der Zombie brennt auf einmal. Warum brennt der denn jetzt? Weil Sonne. In unserem Keller, weil Sonne. Ja, exakt. Ja, das macht Sinn. Sense. Ach ja, glaube ich, das jetzt erstmal so weit raus. Am liebsten wäre mir eigentlich so. Wand of Frost, okay, die Wand of Frost immer. Ist auch gut. Das ist ja cool. Hä? Ja, Wand of Frost. Die macht aber auch nicht viel mehr Schaden. Aber Wand of Frost ist immerhin etwas, wo ich mich mit verteidigen kann. So, dann habe ich das dann auch jetzt. Ich hatte mir mal irgendwo aufgeschrieben, aber ich bin gerade nicht zu Hause in meinem Aufnahmestudio. Deswegen habe ich die Notiz jetzt gerade nicht hier. Es gibt eine Höhe, die offiziell wirklich für Farming gilt. 8, also meine offizielle Höhe ist 8 zum Dias-Farmen. Ja, aber das ist inoffizielle Höhe. Aber da finde ich definitiv am meisten. Wer auf andere Ebene nicht guckt. Ich habe so ziemlich alle Ebenen ausprobiert und immer geguckt und ich finde definitiv auf Höhe 8 am meisten. Dann ist gut. Aber ich habe die Notiz gerade leider nicht hier. Bin ich jetzt bekloppt? Darauf will ich nicht antworten. Schnauze. Ach komm, wir sind alle bekloppt. Wer nicht bekloppt ist, braucht keine Let's Plays machen. Eben. Ich glaube, ich fange hier mal irgendwo hier. Oh, da hinten sieht es gut aus. Wo ich mir mal einen minen könnte. Hier war auch noch keiner. Oder mehr hier hinten, so versteckt. Hier war aber schon einer. Nein, nein, nein. Scheiße. Dann brauche ich jetzt noch irgendwas, wo Kampf drauf ist. Das heißt, ich könnte mir jetzt wieder Steinschwerter machen. Hey, ich habe irgendwas gefunden. Toll. Ja, ganz ich weiß auch nicht, was das ist. Nein, das ist so ein grünes Zeug. Ach, guck mal. Grünes Zeug, diese funkelnden Dinger. Nee, nicht die funkelnden. Einfach ein grünes, warte, ich guck nach, was das sein soll. Ach, so ein Tümpel, so ein Tümpel oder was? Es ist Monazitohr. Monazitohr, achso, ja, okay. Ich muss mir jetzt aber erst wieder einen Waypoint setzen, sonst finde ich meines Lebens nicht mehr nach Hause. Das mit den Waypoints geht aber noch, oder? Ja, ja, natürlich. So, was brauchen wir noch? Dann brauchen wir jetzt noch was zum Zaubern. Ich hatte doch irgendwo noch Silverwood, oder? Ja. Wegpunkte. Wenn ich jetzt... Neuer Wegpunkt. Zaubern 2, daraus wie nenne ich das Ding jetzt hier? Machen. Okay. Ich nenne es einfach mal Let's Play. Da ist Frost drauf, ne? Residenz. So, jetzt brauche ich noch Wind of Frost, das heißt, ich brauche noch Frost. Gut. Jetzt habe ich auch wieder einen Wave. Ach nee, warte, ich muss mich eben auskotzen. Macht das woanders. Ja, super. Jetzt kann ich erstmal gucken, wo noch Frost drauf ist. Das kann weg, das ist ganz das, das, toll. Das. Bitte nehme ich mir mal mit. Pfeile können weg. Lehm ist nichts drauf. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass das auf Schnee drauf ist. Deswegen fliege ich mal eben hier zum Schneebiom. Und ich brauche noch was zu essen. Guck mal oben, im Keller ist noch
Ach, wie heißt es? Okay, schöne Kellerkacke. Ja. Oh, der Timer ist abgelaufen. Meiner läuft, glaube ich, noch ein paar Sekündchen. Aber dann haben wir jetzt schon mal. Nein, so ich habe noch vergessen Teil zu stellen. Siehst du, ich nehme mich nicht. Das waren die 20 Minuten. Ja, ich fahre jetzt mal in den Schnee. Ruf mich nach Hause und dann können wir nochmal. Dann kannst du auch aufs Screen machen, so spannend ist das nicht. Och, das stimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Dann beenden wir die Aufnahme. Ja, dann beenden wir die Aufnahme jetzt spontan mal. Ich glaube, das ist die erste Folge, die wieder regulär lang ist. Ja, das kommt hin. Dann bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Bis denne.